Einen schönen guten Nachmittag für euch alle. Heute an diesem herrlichen Sonntag. Ich verstecke mich ein bisschen vor der Sonntagssonne hinter einem Kantholz, damit ihr was seht und ich lesen kann. Und es ist ein ganz, ganz herrlicher Tag und ich hoffe, ihr könnt eure Nase auch ein bisschen in die Sonne stecken. Das ist so wichtig. Und kurz vor dem Abflug nach Senftenberg zur vorerst letzten Vorstellung im Rahmen der Festspieleröffnungstage im kalten Kühlschrank Zechenhaus gibt es im Weißen Hemd natürlich einen Bertolt Brecht. Der ist erschienen 1927, also ist fast 100 Jahre alt und geht folgendermaßen. Ich höre gern meine Rechte aufzählen. Es ist mein Recht, genug zu essen zu haben. Mir mein Essen zu nehmen, ist nicht mein Recht. Es ist ein Recht von mir, unter einem Dach zu schlafen. Aber gibt es so viele Dächer, wie es Rechte gibt? Es ist mein Recht, Gerechtigkeit zu bekommen, eingeladen zu werden, nicht zu kommen, einen guten Anzug zu tragen. Einen schlechten zu tragen, Geld auszuleihen, mir einen Tritt in den Hintern geben zu lassen, ihnen die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu hören. Vor allem hätte ich doch wohl noch das Recht zu leben. Und nach dem Bertolt Brecht gibt es noch einen Nachtrag. Und zwar hat der herrliche Thomas Rosenlöcher ein Tagebuch geführt, nicht nur eins, aber dieses ist berühmt geworden unter dem Titel Die verkauften Pflastersteine. Da hat er die Zeit der Wende tagebuchmäßig festgehalten. Und ich lese euch jetzt mal den ersten Eintrag vom, damals war es der Montag, der 9. Oktober, der ja heute auch ist, vor. Und der Eintrag geht so, der ist auch herrlich. Unser Dachdecker erklärt mir, dass Schläge gar nicht schlimm wären. Beim Herumprügeln würde ja auch gedroschen. Das überlebe man. Ahnt also offenbar einen Hauptgrund meiner Ängstlichkeit. Der Angst des Kopfmenschen unter Schlägen den Kopf zu verlieren. Das ist wohl auch der Sinn der Prügelei. Die Ausschaltung des Intellekts, die Umkehrung des Argumentierens in Gewimmer. Höre schlimme Einzelheiten, offenbar ist auch nach den Demonstrationen zum Teil noch auf Inhaftierte eingeprügelt worden, will aber jedes erst aufschreiben, wenn es einigermaßen verbirgt ist. Ja, krass. Das werde ich immer mal wieder einflechten, jetzt in der Zeit, 33 Jahre nach der Kehre, fast 33 Jahre nach der Kehre. Wie gesagt, ich wünsche euch einen ganz herrlichen Sonntag, heute am Sonntag. Und sage Tschüss mit den Sonnenstrahlen da und dort. Bis morgen. Ciao.